Löschen von Belastungen. Also wenn ich, jetzt teste ich nach, zum Beispiel im Herz, etwas, was da ist, die Wege haben sich getrennt, dann frage ich immer zuerst nach. Herz, darf ich dich testen? Dann kommt das Ja. Und wenn ein Nein kommt, dann wiederhole ich, Herz, ich schicke dir für Licht, Liebe, Vertrauen, entschuldige mich für alles, wo du das Gefühl hast, dass ich dich verletzt habe. Ein- und aushalten. Also Licht, das ist die Welle, Liebe ist die Kraft und Vertrauen ist wie der Schlüssel, damit ich Zugang habe. Wenn das Herz sagt, ja, ich habe noch das Versprechen ist noch gespeichert, dann muss ich das loslassen können. Und dann sage ich Vorname, Name, also zum Beispiel Rudolf Kern, Gelübde, bis der Tod uns scheidet. Und dann sage ich Umkehrformel. Umkehrformel, das bedeutet mal, Klammer offen, minus 1, Klammer geschlossen. Die Umkehrformel, das reicht schon, wenn ich nur das denke. Und dann mache ich das so. Ich nehme die Hand und schreibe mit den Daumen. Also Rudolf Kern, Gelübde, bis der Tod uns scheidet, Umkehrformel, zerknittere es, spüle es runter in die Toilette und denke dazu, ich sage Ja zu meiner Vergangenheit und segne sie. Tief ein- und ausatmen. Wieso die Hand? Wenn ich die Hand so nehme, kann ich etwas löschen, ohne dass man es sieht. Ich kann mit dem Pendel etwas testen, ohne dass man es sieht. So kann ich ein Nahrungsmittel testen, so kann ich ein Organ testen, so kann ich ein Herz testen und dann sage ich, Rudolf Kern, Gelübde, bis der Tod uns scheidet, Umkehrform, ich sage Ja zu meiner Vergangenheit und segne sie. Oder Beispiel, belaste mich ein Armutsgelübde, kommt Ja, dann sage ich Rudolf Kern, ewiges Armutsgelübde, Umkehrform, ich sage Ja zu meiner Vergangenheit und segne sie.